Ja, herzlich willkommen hier in meiner Lodge, wo der Wapiti hängt. Ja, ich habe mir den gleich gleich hingegeben, als mein erstes Tier für die Lodge. Hat mich natürlich jetzt wieder ein bisschen was gekostet, aber egal. Wollen wir mal schauen, wie das ist. Weiß ich's. Und unser Fußmarsch geht jetzt in diese Richtung. Ich habe mir jetzt an Stufe 6 gekauft. 300 Long Range. Schauen wir mal, was es verspricht. Wollen Sie schon ein Elch? Alaska. Aha, dann ist das jetzt Amerika. Und das vorher vielleicht Kanada gewesen, die Karte. Werden Sie jetzt aber nicht rausfinden. Was ich rausfinden werde, ist, dass ich auf diese Kanzel gehen werde und diesen Elch spotten kann gleich einmal. Dann legen wir halt gleich wieder mit einem Elchabschuss los. Sofern er diesmal klappt. Sperr, kenne ich schon. Ganz, ganz jung hier ein Stern. Weg, den werden wir aber gleich so. Wird das eingestellt? Da gehen wir auf 100. Gesessen. Aber ich habe wieder mit der falschen Waffe geschossen. Ich glaube, dass ich die jetzt auf die 2 gelegt habe. Okay. Bisschen peinlich jetzt das Ganze. Oh, kann man zweimal so dumm verkacken, was die Waffen betreffen? Gut, bis Afrika haben wir's. Afrika haben wir's. Ja, dass der Schuss nicht reicht, diesem Kl. Obwohl, beim letzten Mal haben wir mit einer Vierer drauf geschossen und mit einer Fünfer. Jetzt haben wir ja schon mit einer 5er drauf geschossen. Hey. Weiter in. Aber er könnte liegen. Das könnte. Wenn das ist. Ich wollte das nicht schießen, weil wenn es. Luftblasen, mittlere Menge Blut. Er verliert ganz gut, also. Blut, also. Ich weiß nicht so recht, sollte eigentlich. Luftblasen sind bei. Bei. Da liegt er auch, also. Da ist ein zweites Männchen dabei. Beides dabei. Bin ich froh, dass er noch doch nicht gepackt haben. Wir gehen voll gegen den Wind. Da jetzt hingehen. Irgendwie dann sehr zu das haben. Kacke natürlich jetzt, aber ändert nichts. Wir müssen so.
gehen. Bisschen mehr aufpassen. Barren Ground Caribou. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger für uns. Muss ich schon ehrlich sagen, macht mir Spaß, Way of the Hunter. Krass. 300 Meter haben wir ein L. Waldbison natürlich noch ein bisschen geiler. Haben wir noch nicht. Da ist ein 1er Elch dabei und weibliches Bison, ein männliches Bison, 150 Meter. Wir nehmen unsere Stufe 6 Waffe. Geben dem 150 Meter. Geben den einen Schuss. Dann rennt nach rechts. Ich gehe aber trotzdem zum Anschuss hin. Ich werde gleich ein bisschen verfolgen. Treffer saß auf jeden Fall. Da habe ich ganz kurz überlegt, ob ich was verpasse, aber ich dachte dann doch nicht. Finden wir zuerst unser Bison. Oh, unser Bison ist da gar nicht mitgelaufen anscheinend. Oh ja. Überlebt. Hier überlebt? Konnte. Ich hab doch. Hab ich echt so schlecht geschossen? Aufstöbern. Stöbern hier jetzt diese Bison so auf. Lass ich nicht auf mir sitzen. Kapitis? Oder ist das Sitka hier schon eventuell? Eins von den beiden wird schon sein. Wow, da ist ein krasser Elch dabei. Das ist ein krasser Echt, aber. Neues Ziel. Wir holen uns diesen Echt. Schöne Schaufeln hat er. Ja, diese Sitka hier. Und? Wichtig ist, der Wind geht genau in diese Richtung. Gleich drüber, wir werden da einen Punkt setzen. Alter Wind.
Meinst du schlechte Schaufel? Was ist das für? Nur ein Eins? Fuchs interessiert uns jetzt gar nicht einmal. Und 50 Meter. Stufe 2. Doch, war Piet. Ach ja. Stufe 2, echt krass. Er reagiert halt auf das. Weibchen gedacht natürlich. Ruft Weibchen, ja. Er hat sich gedreht. Muss schnell gehen. Liegt im Schuss. Bam, wie viele da waren jetzt. Was? Krass. Krass, krass, krass. Der liegt auf jeden Fall im Schuss. Das freut mich. Den werden wir uns gleich holen. Aber nur ein Zweiter. Ich bin auf so ein richtiges Monster eigentlich ziemlich gespannt. Also ein 2, ein 3 wird noch ein paar 3 cm größer sein. Ein 4er dann auch und ein 5er, bumm. Gigantos. Da bin ich gespannt. Einsam Männchen. Müssen alle weg. Einsam Männchen müssen weg. Einen stehen lassen. Dann. Ja, dann auch nicht so riesig eigentlich jetzt aus der Nähe. Ist dann ein bisschen größer ausgeschaut. Schöner Schuss, linker und rechter Lungenfüll. Hat gepasst, hat gereicht. Wuchs frei. Achso. Ich habe schon mal eins präpariert, habe ich gerade gemerkt. Kann mich nicht dran erinnern. Ja, die Folge ist schon wieder sehr erfolgreich. Also sehr erfolgreich. Wie sonst? Jungtier männlich. Erwachsen 2. Jungtier. Jungtier. Tier.
Ich nehme gleich den Zweier. Weggedreht. Hansa würde jetzt perfekt stehen. Haben jetzt kurz überlegt, ob ich doch auf den Einser schieße. Was egal ist, aber so können wir schon ein bisschen lernen. Halten zwei weg. Weil der Junge, der eins, der kann ja noch was werden. Aber erwachsen ist nicht die letzte Stufe. Ist nämlich jetzt. Es gibt Erwachsen, also es gibt Jungtier, Erwachsen und Ausgewachsen. Das heißt, es wird genau in der Reihenfolge sein. Jungtier, Erwachsen, Ausgewachsen. Und nachdem werden wir dann beurteilen müssen, werden wir jetzt auch die Trophäe dann nochmal genauer anschauen. Aber getroffen habe ich ihn diesmal. Also diesmal kann mir keiner erzählen, richtige Waffe benutzt. Was ich denn nicht habe. Sehe wieder mit der Folge. Schon wieder mal. Macht aber Spaß. Way of the Hunter. Ist er nicht. Also das kann man... Ehrlich, ich hab den doch 100% getroffen. Vielleicht... Weiß nicht. Irgendwo verkacke ich bei dem Bison. Vielleicht zu tief, dass ich das Bison erwische. Oder wohin die abgehauen sind. Hinten kommt ein Elch. Jungtier? Jungtier. Jungtier? Was will das erwachsen? Der wird noch größer, quasi. Bison sind aber weg irgendwie. Bisons verloren. Dann nimm mal den letzten Elch noch damit. Ja. Elch sofort wieder zu Boden gefallen. Keine Ahnung, wo die Bisons hin sind. Bison wird vielleicht eine Aufgabe für die nächste. Bei der nächsten gehen wir aber mal zur Hauptaufgabe. Und werden wir dann auf jeden Fall auch weitersehen, wie es weitergeht. Ja, es macht Spaß. Nach wie vor bin ich hyped halt auf dieses Afrika, warum ich eigentlich dieses Spiel wieder begonnen habe. Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich es jetzt wieder begonnen habe. Also es ist mit tierischer Laune. Man muss sogar sagen, ich bin mehr wahrscheinlich, weil ich auch Call of the Wild schon ein bisschen satt habe, aber gesättigt bin quasi von Call of the Wild, habe ich auch mehr Bock auf das, ja. Aber gut. Wir haben hier jetzt den... Hier. Bei der Übersicht sehen wir eben genau, er ist in der Jagdwertung, ist ein Erwachsen. Alter, wo habe ich gelesen von Fitness? Sieht man hier anscheinend doch nicht. Gut, egal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao.